figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Spider-Man 2. Wir haben zwar hier wieder bei diesem Studio-Mikrofon ein bisschen das Rauschen im Hintergrund, wenn nichts läuft, aber meine Stimme wird halt besser aufgenommen. Und deswegen, ja, muss ich sagen, ist es für mich die bessere Alternative. No? Weil ich habe gar keinen Bock, dass meine Stimme so dumpf klingt oder wie man das jetzt nennen möchte. Auf jeden Fall, zum Streamen geht's recht gut, habe ich gemerkt, warum auch immer. Das auf der PS5. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass MacGargan Scorpion genannt top. Ja, laber nicht. Oh, wow. Ich sollte nach Informationen suchen. Spider-Man ist. Ihr könnt keine. Oh Gott. Dankeschön. Oh, wow. Ich sollte nach Informationen suchen. Wir machen auch. Gut, stimmt irgendwas nicht? Allerdings. Es geht um deine kleine Hunde. Oh. Roboter sind. Ja. Nee, oder? Wenn das jemand sehen könnte, du ernsthafte Schwierigkeiten bekommen. Alles klar. Mir war langweilig. Ich fand das mit der Hütte und den Näpfen einfach lustig. Nichts zu bedeuten. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Ja. Ihr könnt keine unsichtbaren Verstecke in New York haben. Na bitte. Deswegen wollte ich das mit Miles machen. Spiel nicht mit mir. Aha. Doch, ich spiele mit dir. Voilà. Da drüben. Wir sind an ihm dran. Wo ist er? So. Die sind zu viert da unten. Dann regeln wir das. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool!
Ja, definitiv nicht cool. Ich nehme mich aus dem Eck raus. Zeit fürs Bett. Ich bin an ihm dran. Mir machst du nichts vor. Wie machen wir das jetzt? Ja, scheiße, wa? Jäger verletzt. Und auch da an die Wand geklatscht. Machen wir das mal so. Easy. Die gehen alle schlafen jetzt. Ja, ihr geht natürlich jetzt alle in die Fänge, ne? Ihr Vollidioten. So ist es besser. Und voilà. Ohne Kampf. Schön. Stealth ist viel zu OP. Mal sehen, was hier sonst noch ist. Vielleicht kannst du mir etwas verraten. Eine Karte ihrer Basis. Was haben sie vor? Ich schalte lieber das Relais aus, wenn keine Verstärkung kommen soll. Das sind zwei weitere Ansitzsignale. Ich muss die anderen Ansätze durchsuchen, bis ich weiß, wo die Basis ist. Ja, wahrscheinlich kommen wir heute zur Basis. Spinnentyp wie ich hier an Informationen kommen. Was ist dir lieber? Die Jagd auf Tiere oder Menschen? Mir ist das gleich. Es sind alles Herausforderungen. Das Einzige, was zählt, ist der Ort. Und bei dir? Tiere sind zuverlässig. Menschen enttäuschen öfter. Klingt plausibel. Aber wenn man hinter jemand Gutem her... jemandem, der weiß, was er tut und wie man sich wehrt, dann werden Menschen nie langweilig. Und deshalb ist diese Jagd ganz okay. Heute ist nicht dein Glückstag. Lauerst du im Schatten? Ja. Nicht dein Glückstag. Der Held ist hier.
hab ich dich. War es das? Nö, hier. Der letzte. Perfekt, um. Hier geht alles glatt. Ich brauch nur ein. Du hast bestimmt genau das, wonach ich suche. Ah, das finde ich cool, wenn das so easy läuft. Was haben Sie noch in dieser Basis? Okay, mehrere Sachen anscheinend. Ah, hier. Wow. Ein Raum mit Panzerfäusten? Die brauche ich nicht. Sollte ihn lieber zunetzen. Zwei Ansätze geschafft. Ja, und der dritte folgt zum letzten den Standort der Basis. Nee, es gibt ja noch mehrere. Schnellreise freigeschaltet. Nein. Heute ging mir beim Auf. Es passt Ihnen wohl nicht, dass Spider-Man die Ansätze zerstört. Hä? Ich brauche Unterstützung. Unsere Beute ist hier. Plan? Die Polizei hat sie. Werden wir etwas dagegen unternehmen? Sie müssen sich selbst befreien. Wenn sie dafür nicht gut genug sind, ist das für uns umso besser. Dann gibt's mehr für uns. Richtige Einstellung. So. Danke für deine Kooperation. Oh Gott, muss der jetzt noch da rein? Dann klicke ich zuerst mal hier. Einer weniger. Zum Glück bin ich nicht du. Nice, die beiden gehen auch. Hä? Hast du den vom... Okay. Kackhunde. Ich mag die gar nicht. Hä? Warum Gefahr? Wer schaut sich denn hier um? Ah, die geben sich gegenseitig Deckung. So. Voilà. Ich kann hören, wie er sich verkriecht. Oh Mann. Wo Netze sind, da sind auch Spinnen. Ja. Und wo Idioten sind, ist auch Spider-Man. Was ist eine Basis ohne Ansätze? Das sehen Sie jetzt. Nice. So, mal sehen, was die Brieftaube trägt.
Sie lauern hier, auf der Upper West Side. Ist das das verlassene Hotel? Wobei, verlassen ist anders. Boom. So macht man das. Und jetzt zum Hotel. Bereit, im Jägerhotel einzuchecken? Kannst du die bezahlen für diese Zimmer? Das bezweifle ich. Den Ansätzen zufolge lagern sie hier all ihre Waffen. Blöde Jäger. Hotels sind keine Waffenlager. Ja, doch, mittlerweile schon. Ich sollte keine Fabrik bewachen müssen. Du solltest das tun, was mit den Jagden ist. Ich gehe hier zugrunde. Jammere ruhig weiter. So lockst du die Spinnen. Die Grenze zwischen Tapferkeit und Dummheit ist schmerzhaft. Du überschreitest. Wir machen das systematisch. Boom. So. Voilà. Geh schlafen. Geh einfach schlafen. So. Der ist auch weg. Ey, ich liebe Stealth. Dann haben wir hier noch zwei Stück. Kann der in Gefahr sein? Erwischt. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Der ist auch weg. Der Raum ist sauber. Erledige den Rest der Basis. Okay. Muss nur wissen, wie ich reinkomme. Müssen wir das hier machen? Einer weniger. Ich muss irgendwie dorthin kommen. Noch eine Lieferung. Wie viele erwarten wir noch? So viele wie nötig. Gehen denen nicht die Waffen aus? Nicht aufhören, bis er hat, was er will. Craven macht mir keine Sorgen. Die Familie kann sich selbst beschützen. Ihr spielt nicht nur herum. Ich auch nicht. Jetzt hab ich dich.
So. Sind sie zwar aufgewühlt, aber das lässt Raum für Freiheit. Weil die wissen ja schon, dass ich da bin. Von daher kann ich die auch ganz gut so ausschalten. Hä? Gut, wir gucken mal, wie wir das anstellen wollen. So. So ist das besser. So ist es viel besser. Oh. Wow, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich beide erwischen. Yes, that's easy work. Von der Patrouille? Schwein. Jäger, nachsehen! Verstanden, ich übernehme. Du übernimmst gar nichts. Höchstens das Schlafen übernimmst du. Ja. Ne. Ja. Und tschüss, großer. Jäger, ausschwärmen! Überprüfe die Position. Einfach weg. Ja, bin ich. Neues von der Patrouille? Jäger, nachsehen! Ich bin unterwegs. Jetzt noch zwei. Au. Nehmen wir den mit. Schön. Jetzt erledige den letzten. Boom. Wo ist die Kommunikationszentrale? Ah, hier. Da ist noch einer. Wow. Nö. Nicht mal eventuell, bruh. Nö. Hey. Wer hat mich hier geholt fast? Lautlos Takedown. Hier auch. Jetzt haben wir die oberen Plätze gefistet.
So. Du gehst jetzt auch weg. Dann. Für deine Kooperation. Wow. Tschüss. Ja, schön. Und nicht aufwachen. Ich weiß es. Du wirst nachlässig, Spider-Man. Oh, dann muss ich wohl mit Fäusten und Füßen kämpfen. Nicht mal vielleicht. Machen wir das so. So. Viel Spaß, Leute. Das ist das Bermuda-Dreieck. Ich hab ihn! Da oben! Nö. Das kam aus dem Nichts. So gibt es so viele von euch. Oh, verdammt. Verdammt, er war gerade. Wo ist er? Tja, das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur Bastard. Verdammt! Jeder will was! Aha. Hä? Wie können die mich sehen? Okay, auf geht's! Dann mal los! Ah, dann viel Spaß. Kommen die nach da oben? Die Spinne ist über uns. Woher wissen die das? Der Gang ist hier. Das ist doch ein Bug. Zahl es ihm doppelt heim. Soll ich richtig kämpfen? Ja, komm einmal. Hallo? Dann gibt's jetzt Harakash. Ich zeige euch, wie ich unantastbar geblieben bin. Nö, einfach nicht. Dumm, dumm. Du, mit einem Panzer habe ich nicht gerechnet. Muss doch
Interessant, du Sack. Boom. Und dann? Schön haben wir mal miteinander gesprochen. Oh, nicht du. Au. Sorry. Ich muss mal dezent... Willst du mich verarschen? Hat dieses Wauwau mich direkt... Ziel im Visier. Aha. Wow. Als würde der merken, wenn ich unsichtbar wäre oder werde. Freie Schussbahn. Freie Schussbahn, es ist eine Mauer dazwischen. So, dann mache ich das mal so. Und Wowie geht baden. Zweites Wowie geht auch baden. Au. Oh, das finde ich gut. Komm, machen wir das mal so. Oder so. Scheiße, wa? Oh, nee. Dann machen wir das mal so. Boom. Aha. Dann machen wir das mal so. Easy. Mehr über Cravens Familie herausfinden, bevor sie hier eintreffen. Nein, ah, ich vergesse immer, dass ich das parieren kann. Dankeschön. Sicher steuern Sie die Basis von hier. Und noch eine verschlüsselte Datei. Ah, ist das schön. Vladimir, was ist denn jetzt? Ich hätte mitkommen können. Du wirst nicht gebraucht. Offenbar werde ich nie gebraucht. Hast du Angst, dass ich dich übertreffe? Genau das will ich. Aber von dir amüsiert dich das, Vater, deinen Kindern ihr Geburtsrecht zu nehmen. Das Geburtsrecht beinhaltet nur eines, das Versprechen des unvermeidlichen Todes. Du willst, dass wir uns um Reste schlagen, aber ich werde zurückholen, was uns gehört, was mir gehört. Okay. Vlad scheint ganz nach seinen Eltern zu kommen. Hoffentlich nimmt er einen Umweg hierher. Oh ja, weiter mit den anderen Basen. Ich will keine Willkommenspartys für ihn. Anzüge. Zwei für Miles. Einmal den da, dann... So. Dann hier. Und dann nochmal. Ach, jetzt hatten sie schon einen Strampler bekommen. Interessant. Nicht mal eventuell. So. Und jetzt gehen wir nach unten. Jetzt nehmen wir die nächsten Basen auseinander. Ja, ich weiß nicht, warum ich unbedingt teilweise Stealth agieren möchte. Weil die Kämpfer halt zum Teil recht mühsam sind. Gartenarbeit? Ja, klar. Das kann doch wohl nicht alles sein. Und du Spidey bist der Unkraut, Dieter. What the... Es
Was ist mit deinem Auftraggeber passiert? Treibt wohl noch in dem Fluss, in den ich ihn geworfen habe. Ich hab ihn! Da oben! Nee, oder? Ich wollte an ihr vorbeischießen. Kriegen die jetzt wieder Verstärkung? Wow. Verstärkung? Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Warum auch? Ja, es geht ein paar Sekunden länger, aber passt. Er gehört mir. Sie bewegen sich aber auch gar nicht. Nichts. Aber wir finden ihn. Ja, egal. Dann sehen sie mich halt. Ja, ja. Das ist Absicht. So, weg. Dann hier weg. Ja, alles nur ein Traum. Bumm. Hallo? Bruder, Maschallah. Ah, hier. Ja, aber ich sehe niemanden mehr. Ah, hier. So, was wollten die aggressiven Gärtner verbergen? Keine Sorge, Drohne. Du brauchst sie nicht mehr zu decken. Okay. Scheint ihre Basis zu sein. Sie können Verstärkung rufen? Nicht, wenn ich das Relais ausschalte. Du warst wohl in allen anderen Ansitzen, nicht wahr, mein Vögelchen? Muss die anderen Ansitze checken, um die Basis zu finden. Ah, das wird schon. Alles voller Fall. Gut, dass ich Parkour trainiert habe. Das abschalten. Irgendwo muss eine Schalttafel sein. Okay. Und wo?
Bitteschön. Da hinten. Das war's jetzt mal mit diesem Fall. Wow, mal innovativ und nicht nur Draufprügelei. Verrätst du mir ein paar Jägergeheimnisse? Ja, so geht's natürlich auch schneller. So, dann. Was gibt's hier noch für mich? Wie es aussieht, kann ich ein Herbizid in ihr Sprinklersystem leiten. Und so ein paar Jäger ausschalten. Okay. Zeit, den letzten Ansatz zu finden. Und hoffentlich ihre Basis. Klar doch. Schaut, das Spinnenkind. Das Spinnenkind? Willkommen zum. Nö. Bei so wenigen. Gar kein Problem. Komm, du gehst so liegen. Komm. Aha. Au. Au. Geht aus dem Weg! Ja, geht aus dem Weg. Schneide ihn! No! Okay, jetzt reicht's. Viel Spaß. Oh. Nee. Geht das auch kaputt? Und hui. Yes. Das war mal was anderes. Ja, es hat sich gerade angeboten. War nicht viele. So, und jetzt. Basis ist hier im Finanzviertel. Eine schlechte Investition. Ein Wolkenkratzer. Wie soll da drin eine Basis sein? Tja. Spider-Man Garden Service. Unerwünschte Jäger werden restlos entfernt. Yes. So sieht's aus. Steckte Darren Shipman dahinter. Wenn euch der Name bekannt vorkommt, liegt das daran, dass er ein Multimillionär ist, dessen Name einfach überall prangt, weil sein Geld überall drin steckt. Heute haben wir eine ganz besondere Person zu Gast, die den angehenden Künstlern unter euch von Weißt du noch, wie du mir immer erzählt hast, du würdest gern mal Höhlen erforschen? Nein, weiß ich nicht. Das sind wohl schlechte Nachrichten. Den Daten aus den Ansätzen zufolge ist da unten ein Gewächshaus. Ich hätte die Jäger nie für Gärtner gehalten. Rechne lieber nicht mit Blumen. Denk dran, wir können die Sprinkleranlage mit einem Herbizid füllen und all ihre Pflanzen vernichten. Ich habe bisher noch jede Pflanze klein gekriegt. Das lässt sich fortführen. Schalt unbedingt auch ihr Relais aus. Nicht, dass sie Verstärkung rufen.
bereit fürs Bett. Du siehst müde aus. Jetzt gibt's keine Verstärkung. Über dieses Ventil kann man Herbizid zu den Sprinklern leiten. Dann schlaf mal schön, Jäger. Hier ist das gewünschte Schläfchen. Du hast die Jäger wie Unkraut beseitigt. Vielleicht steckt doch ein Gärtner in dir. Ausgeschaltet mit ihrem eigenen Gift. Jetzt fühle ich mich mies. Soll ich den Giftnotruf anrufen? Die pflanzen hier in nächster Zeit nichts mehr an. Nicht so unbemerkt, wie du dachtest. Nicht dein Glückstag. Jäger verletzt! Zu verstarten! Einfach schlafen. Süße Träume. Ihr habt mich entdeckt. Jetzt ist meine Überraschung dahin.
spielt nicht nur herum. Ich auch nicht. Kannst du noch mehr über die Kravinovs herausfinden? Computer, gutes Zeichen. Hallo? Das wird dir gefallen, Nitrochi. Vater, bitte, mach Schluss damit. Die anderen reden nicht mehr mit mir. Komm doch einfach nach Hause. Es ist noch nicht zu spät für uns, wieder eine Familie zu sein. Ich werde nicht sterben wie gewöhnliche Leute. Was? Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Ich traue den anderen nicht. Sie machen mir Angst. Dann verkrieche dich, wenn du mit der Schande leben kannst. Du lässt das nicht zu, dass sie mir was tun, oder? Vater? Das liegt bei dir. Also, das war traurig. Dann bist du jemand mal zur Therapie. Ich weiß gar nicht, wie ich das einstufen soll. Er scheint gut zu sein. Aber er ist mit Craven verwandt. Wenn wir die letzte Basis räumen, sind wir auch auf ihn vorbereitet. So, machen wir fertig. Gestern kam meine Kleine noch, deswegen musste ich da intervenieren. Und jetzt geht's am nächsten Tag, wo ich wieder arbeiten muss, noch kurz mal in die letzten Olga Stages rein. Hier. So. Wow. So viele Drohnen. Was verstecken die hier sonst noch? Aha. So ist es besser. Warum in Gefahr? Ah, wegen dem Kollegen. Ja, komm kurz. Na los, bewege dich. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Aha. Wo ist Flutterpi? Au. Sieht jemand etwas? So. Licht aus. Warum in Gefahr?
Ich check's nicht. Der steht doch da oben. Und hier ist nix. Aha. Dann hier. Voila. Wie gesagt, diese Meldung. Du siehst müde aus. Hat einer von euch Verstärkung gerufen? Nicht cool. So. Oh, hab ich dich. Jetzt kann ich in Ruhe alles durchsuchen. Nö. So. Ich stöbere so gerne in Robotern. Das ist auch richtig so. Nette Basis habt ihr da. Hoffentlich macht Spider-Man sie nicht kaputt. So werden die Drohnen aufgeladen und starten. Passiert, wenn ich sie überlade? Emsiger Vogel. Bist du vom Ansitz hierher gezogen? So, und jetzt noch diese und fertig. Sollte den anderen Ansitz prüfen, um die Basis zu finden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Schwierigste ist und deswegen halt nur zwei da sind. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass da am wenigsten los ist, dafür hat man es vorher schwieriger gehabt, keine Ahnung. Wenn man halt Stealth agiert. Gib dir Deckung, die Spinne ist hier. Letzter Ansatz für diese Basis. Zusammen schaffen wir ihn. So. Dann wird hier direkt die beiden auseinander. Nicht dein Glückstag. Deckung gleichzeitig an. Vielleicht ist das ein Spiel für sie. Oder sie. Oh nee. Es ist der Junge. Der Junge. Ja, geht wieder runter, ihr Bastardis. So, den nehme ich jetzt kurz auseinander, dann ist der weg zu 100%. Echt jetzt? Allein werdet ihr nicht mit mir fertig? Da runter!
So, das war's. Diese Basis ist ansatzlos. Mal sehen, was ich finden kann. Ich bin so vorsichtig wie möglich. Mal gucken. Die Jäger haben auch mitgekriegt, dass Brooklyn absolut cool ist. Die Armeebasis wird nicht mehr lange Drohnen beherbergen. Jetzt kann ich sie ausschalten. Mhm. Ist doch schön. Sowas mag ich. Die Jäger haben diese alte Armeebasis zu einer Drohnenstation umfunktioniert. Ich muss sagen, so wird der Platz klug genutzt. Ach, wirklich? Vergiss nicht, diese Drohnen sollen dich töten, Kumpel. Mist. Stimmt ja. Schalten wir sie aus. Schließ die Ladestation unbedingt an eine Stromquelle an, um die Drohnen zu zerstören. Holen wir ein paar Vögel runter. So. Das kam aus dem Nichts. Okay. So, das ist sicher, easy, bumm. Danke für deine Kooperation. Dass man das nicht hört. Ich höre jetzt nicht, was Genki sagt, aber okay. Es geht uns nichts an, wenn Kraven jagt. Wir sollen ihn nur unterstützen. Sag mir das nochmal, wenn sich wieder Sand von der Straße erhebt und dich töten. Gib mir Deckung! Hier laden sie die Drohnen auf. Wenn du dein Netz von einer Ladestation zu einer Stromquelle spannst, kannst du sie überladen und grillen. Los geht's! Die ganze Gang ist hier! Die ganze Gang ist hier! Du Junge! Ich suche nur euren anderen Piepmatz. Oh wow. Willst du uns vergiften? Ja, ja. So, wir regeln das hier. Ja.
Nö. Vorsicht vor dem Letzten! Los mit den Schlägen! Hier hinten kann ich alles wunderbar clearen. Die können gar nichts. Die können gar nichts. Au. Können immer noch nichts. Außer irgendwelche Fallen stellen. Immer drauf. So. Das hätten wir. Na? Irgendwelche Fragen? Ich habe euch komplett hops genommen. Auf den Boden mit ihm. Ich komm schon raus. So. Eins, zwei, drei und... Also sorry, Stealth wäre das viel länger gegangen in dem Fall. Weil wie groß war das bitte? In Schuss weiter. Und jetzt habe ich die richtig dominiert. Richtig fett. Glaubst du, du kannst jetzt mehr über die Kravinovs erfahren? Ich hätte es mir einfach einfacher machen können, indem ich alle Drohnen ausschalte. Aber sonst... Okay. Dann los. Kleine Anna. Du suchst eine Herausforderung? Willst endlich wieder Furcht spüren? Ich werde dir zeigen, was Furcht ist, Vater. Solche Versprechungen hat dein Bruder auch gemacht. Dann los. Mach mir Angst. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, erleidet das gleiche Schicksal wie Nedrocci. Tatsächlich. Und deine Mutter? Sie war nur im Weg. Dann war Wladimir wohl auch kein Problem für dich. Ich lebe für die Jagd. Wenn du wirklich der Richtige bist, lass uns mal sehen, ob du Wolgograd wohlbehalten verlässt. Oh mein Gott, seine gesamte Familie ist tot. Wir haben uns die ganze Zeit auf sie vorbereitet. Und dann vernichten sie sich gegenseitig? Und Kraven jagt einfach weiter. Nur gut, dass er seine Basen nicht mehr nutzen kann. Echt verkorkst. Die Jäger sind weg und die Drohnen startunfähig. Das kannst du ziemlich gut. Das Design ist ja mal richtig broken. Ich feier's. Aber das Original ist schon fast am geilsten. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Hier haben wir jetzt noch einen Anzug. Aha. Ja, sieht nicht schlecht aus, ne? Hat zwar auch was von Trenchcoat-mäßig, aber... sorry, darf ich mal... Hä? Oh! Partnerlook? Das ist ja richtig broken. Das ist richtig geil. Ah,
Aber zu ihm passt das halt noch gar nicht. Aber ja, das ist definitiv richtig geil. Gefällt mir. Was bist du denn? Taktischer Anzug. Aha. Sieht einfach aus wie ein Power Rangers Helm, aber ist okay. Ja, das gefällt mir. Also, da können wir mit leben. Ja, und im nächsten Part geht es dann hier weiter in eigene Flügel. Könnt ihr euch schon drauf freuen? Warum hast du rote Flügel? Macht ja gar keinen Sinn. Ich hätte mich ja jetzt, hätte jetzt gedacht, so ja, braune oder whatever, so vielleicht ein Federkleid. Wirklich wie ein Adler oder was auch immer. Das hätte ich cool gefunden. Aber gut, müssen wir mit leben. Vielen Dank fürs Zugucken. Heute sind die Jägerbasen dran gewesen. Wir haben mehr über die Kravinovs erfahren. Viel mehr. Und ja, jetzt knallen wir mal unsere eigenen Flügel rein, anscheinend im nächsten Part. Tüdelü.